Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Pokémon Soul Silver. Wir haben eine kurze Abkürzung geholt, um zurück nach Viola City zu reisen und mal kurz das Pokémon Center aufzusuchen. Und jetzt gehen wir in den Park, aber ich habe eine Erinnerung, dass wir dort jetzt in den Nationalpark keine Käfersammlerturnier machen können, weil es ist, glaube ich, der falsche Wochentag. Aber das hören wir jetzt gleich hier beim Pförtner. Das Käfernurnier findet jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag statt. Jeder Teilnehmer erhält einen Preis, doch das ist nicht alles. Die Käfer-Pokémon, die du fängst, kannst du eben behalten. Aber nur, dass ich dir bei der Jury einreiche. Die anderen muss ich freigeben. Und da kommt auch schon das erste Pokémon, ein Hutmut. Und dem setzen wir doch unser Noctur entgegen. Und mit zwei Tackle-Attacken dürfte die Sache auch dann erledigt sein. Und nochmal zum Kampf. So. Jetzt nervt's aber langsam. Und noch keine andere Pokémon. Ich meine, für uns ist ja gut, es ist ja Training pur. Hechel, Hechel, Keuch. Ich habe meine Faust entschlossen um den Pokéwalker geballt und bin damit durch den ganzen Park jetzt, um Watt zu sammeln. Und jetzt bin ich fix und fertig. Und wir werden zum Kampf herausfordern. Wir bewundern unsere Pokémon noch, wenn sie uns nicht mögen. Das macht den wahren Pokéfan aus. Oh, das macht den wahren Deppen aus. So, Raichu. Auch ein schönes Pokémon. Das fehlt uns so ein bisschen hier im Team. Scheiße. Ich will's. Aha. Wenn das immer schief geht, wenn ich es mal einmal brauche. Nee, das geht jetzt nicht mehr. Da haben wir jetzt zu viel HP verloren. So, Raichu wurde besiegt. Die teilen sich die EP. Oh, ich? Man merkt vielleicht nicht sofort, aber mein Körper ist überall mit Pokéwalkern beladen. Wenn ich mit diesen Dingern durch die Gegend spaziere, klappert und rasselt es immer ganz fürchterlich. Und der nächste Kampf gegen eine Göre. Was ist? Warum starrst du mich so an? Oh, ein Kampf? Du hast auch mich herausgefordert. Oh, wie süß, ein Mirabler. Ein. Und nochmal schlagen. Ein Tragosso, okay. Analyse. Und dann Aufruhr. Dann haben wir das Tragosso besiegt. Wir haben Level 21 erreicht. Und, willst du vielleicht mehr über mich wissen? Na gut, wir tauschen. Wir tauschen nicht unsere Telefonnummern aus, okay. Keine falsche Scheu mehr. Du kannst mich jederzeit anrufen. Und dann ruft auch schon Mama an. Hallo, wie geht es dir? Ich habe beim Einkaufen. Ich kann es nicht mehr abholen, sonst ruft die uns ständig an und hat irgendein Item dabei. Ein Item. Haha, und das Spiel hat gestürzt. Es ist genial. Naja, beginnen wir von vorne. Och nö, ich hab. Ich hätte es sollen abspeichern am Anfang dieses Videos. Direkt nachdem ich dieses Pokémon hatte. So, okay, Aufruhr. So, das war nix. Also Aufruhr nicht geeignet. Fürs Protokoll. Ich dachte vielleicht, wir würden vorher Aufruhr führen.
Dann ziehen wir die Dose an. Und dann lass das verschnappen. Was? Rücken wir anders vor. Da ich mir gerade nicht sicher bin. Oh nö. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir von Anfang an gedacht. Ich will Mogelbaum aber fangen. Ich hätte erst die Fenster können früher aussehen. So. Ist okay, ist eingeplant. Übe ich jetzt einfach mal. Das kann nicht sein. Ja, klar, jetzt gibt es nur noch Volltreffer oder was. Aha, geht doch. Das kennen wir auch schon. Noctu bekleidet uns jetzt. Drück in den Park. Nee, durch die Ruine habe ich jetzt auch keine Lust. So. Oh oh. Oh oh, ja, es war klar. Es konnte nicht gut gehen. Ist besiegt, aber es ist tauschen. So. Dann ist jetzt Glufensa dran. So, deswegen. Nur wenn es entwickelt sich. Oh, ich wusste gar nicht, dass es bei 21 ist. Level natürlich nicht. Und damit haben wir einen Ultrigaria. Muss man nochmal gucken, in welchem Level sich dann rentiert, ihm ein einen Pflanzenstein zu geben. Okay. Ultrigaria scheint eine Deckung gemacht zu haben. Kurz das ausprobieren. Das ging nämlich bei der alten Edition. Ah, konnte man nämlich hier im Gras das einsetzen und hat es das Gras geschnitten. Ultrigaria lässt gerade
einfach mal die Seele baumeln. Okay, jetzt sehen wir mal, wie stolz sie macht. Wenn wir erst Nabu mit Ultrigaria dem Erdboden gleich machen. So, und ja, geben wir hier auch noch die Telefonnummer und dann speichern wir ab. Und nein, ich habe jetzt keine Lust mit Mama zu telefonieren. Tut. Na, wen haben wir denn da? Guten Tag, ich bin der Kamerakauz Wigbert. Du bist so jung und fotogen, wie wär's mit einem Erinnerungsfoto? Sehe es, so haben wir es gern. Dann mach dich mal bereit fürs Vögelchen. Oh, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Das Bild ist sehr gut geworden. Du kannst dir den Schnaps zu sanierten Computer ansehen. Ich kann eins meiner Pokémon in den Pokéwalker übertragen. Sie auf ein einziges festzulegen ist gar nicht mal so leicht. Jawohl, kämpf mit uns. Pokémon sind ein Fass ohne Boden. Es gibt noch viel, was wir nicht wissen. Aber ich weiß immer noch mehr über sie als du. Und das ist klar. So, das ist ein Schulkind Julius, der einen Mirabla ansetzt. Und darüber lachen wir, denn das zerschneiden wir ganz einfach mal. Und über das Voltoball können wir auch nur schmunzeln, denn das hauen wir mit dem Rankenhieb in Stücke. Ein Volltreffer sogar. Und da sind wir schon Level 22. Und der Schuljunge kann es nicht glauben und der will jetzt unbedingt meine Telefonnummer und dann was immer man jetzt ihn glücklich macht. So. Er ist soweit fertig, deswegen kommt jetzt Tauboga dran. Ich gehe oft im Park spazieren, aber ich meide das hohe Gras, weil ich sonst kämpfen müsste. Meine Mutter hat ein bisschen Angst vor Pokémon und lässt sie mich nicht ins Haus bringen. Sie ist da sehr streng, aber wenn ich ein Pokémon in der Pokéwalker übertrage, ist es immer in meiner Nähe. Es ist natürlich schön, wenn man sein Pokémon aus dem Pokéball lassen und mit ihm spazieren gehen kann, aber wenn du es im Pokéwalker überträgst, eröffnen sich dir nochmal ganz andere Spielmöglichkeiten. So, jetzt aber mal hergehört, Herrschaften. Oh, Entschuldigung, ich muss echt mal diese Lehrergehabe loswerden. Du bist ein Pokémon-Trainer, stimmt's? Du scheinst sehr hart zu arbeiten. Hier, nimm das als Belohnung. Eine Flinkklaue. Gib Flinkklaue einem deiner Pokémon, das hilft im Kampf ab und zu die Initiative. Snowbee-Cut. Snowbee. Ja, dann sind wir hier im Park scheinbar schon fertig. Das heißt, nochmal abspeichern. Nochmal nach Viola City gehen, dort mal ein bisschen Pokémon heilen und vor allen Dingen Pokébälle kaufen. Denn die haben wir jetzt ein bisschen aufgebraucht. Tut mir leid, aber eigentlich wäre ja Nocturne noch dran.
Warum? Ah, Quatsch, wir wollen in den Pokémon-Markt. Break und zurück. Warum sollen wir zurück nach Dukatia City, wenn wir jetzt auch schon können nach Teak City reisen, wo der vierte Arena-Leiter auf uns wartet mit seinem Phantomort? Ach, hallo! Wie geht es dem Onix, dass du im Tausch von mir bekommen hast? Ich wollte nur mal ins falsche Haus gehen. Das habe ich mir nämlich gedacht, habe ich aber gar nicht aufgepasst. Ach, wie das Gebäude aussieht. Oh, ja. Chiriro-Bier, okay. Ja, natürlich kannst du mir helfen. Und zwar kann ich hier mal wieder bestimmt 8 Stück brauchen. Habe ich 5. Trank habe ich jetzt noch 7. Supertrank. Gibt uns einen, dann haben wir hier 3. Heilball? Oder Ball, den Netzball, okay. Naja, merken wir uns mal. Kehren wir später mal drauf zurück. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Auf dem Weg nach Viola City, okay. Dann hält sich ja noch in Grenzen. Also der Pokécom scheint ein kleines bisschen Probleme zu machen, was Spielabstütze angeht. Dieser Raum. Ich will mich nicht beschweren, es ist eine ROM, es ist emuliert, also. Ich hab's zwar auch original, aber das liest sich nicht so schön. Let's play, drück mal so aus. Ich hätte müssen mit einer Kamera die Bildschirme abfilmen, wo dann meine Finger drauf zu sehen gewesen wären und die Tonqualität des Ingame-Sounds und meiner Wenigkeit wäre dabei natürlich ziemlich schlecht gewesen. Drück mal so aus. Und, was soll ich sagen? Na, ist es doch so besser. So, alle wieder topfit. Okay. Speichern ab, weil ihr seht, die ROM ist wieder abgestürzt. Jetzt macht es aber wirklich oft. So, und jetzt, nein, Open ROM. Hier die Richtung noch mal und jetzt gehen wir hier hoch Richtung Teak City. Und ja, nein, noch einen Hyperdrank gefunden. Und ein wildes Woolpix. Traumato. Und da machen wir jetzt einfach mal auf. Und
Piks. So, dann. Es brennt, was soll denn? Ihr Scheiß jetzt. Also wir brennen und werden dann aus dem Kampf geschmissen. Das ist jetzt aber mal. Gegengift auf Wecker, Belieber, Hyperheiler, Äther, Top-Trank, Paraheiler, Feuerheiler, da haben wir es doch. Dann habe ich eine schwarze Aprikokuh gefunden. Unser erster Doppelkampf geht jetzt. Nee, ist nicht unser erster. Aber es geht jetzt ein Doppelkampf los. Mechel und Voltilam gegen unsere beiden Vögel. Oh, du bist aber nicht, ich darf Tansch mit dir spielen. Mal sehen, was ein junger Hüpfer wie du so drauf hat. Die machen uns immer eigentlich ziemlich pervers an. So, Pixie und Knuddeluff gegen Noctu und Tauboga, das Dream Team. Der Dream Teams gegen das Dream Team der Dream Teams. Und ja, das ist Noctu tot. Und für Noctu kommt Morlord ins Spiel. Und Morlord setzt Schlammbombe ein. Tauboga. Okay. So sollte das jetzt nicht ablaufen, aber es läuft jetzt gerade so ab. Da machen uns jetzt da zwei Stück hier mal so richtig fertig. Also heißt jetzt nichts wie. So. Wir haben uns jetzt mal hier richtig dezimiert. Das muss, kann man jetzt ruhig mal so dahinstellen und damit haben wir trotzdem Teak City erreicht. Ich heiße Bill und wer bist du? Oh, Replika lautet also dein Name. Hör mal, ich bin ja Erfinder des Pokémon-Übertragungssystems. Aber ganz allein mein Verdienst ist das natürlich auch nicht. Du kennst doch die Höhenregion, oder? Dort wohnt jemand namens Lanette und sie hat das Lagerungssystem um einiges benutzerfreundlich gemacht, als es in meiner ursprünglichen Entwürfen war. Wenn wir auch weiter unser Bestes geben und alle gleichgesinnten Trainer aus dem ganzen Land zusammenarbeiten, können wir das System zum Tauschen und Lagern von Pokémon sicher auch in Zukunft noch sehr viel verbessern. Ich glaube, du solltest langsam wieder zurück nach Dukatza City. Er will zurück. Ich will mich mal wieder zu Hause blicken lassen. Also dann, mach's gut. Tüdelü. Tschö mit Ö. Okay. Replika schaltet den PC an. Bills PC. Pokémon bewegen. Wir gucken einfach nur mal. So, wir haben jetzt hier doch mal ein paar
Also, was wir trainieren müssen, auf jeden Fall nochmal, ist Onyx. Also Onyx darf so nicht bleiben. So. Dann ist es bestimmt nicht verkehrt, wenn wir Nebulak und oder Abra mal noch ein bisschen, oder wenn ich das zumindest mache, mal noch so ein bisschen trainieren. Ditto ist nicht schlecht, die beiden sind nicht schlecht. Guten Feuer-Pokémon, nichts gegen Vulpix. Vulpix ist ein schönes Pokémon und Vulnona noch schöner, aber wir haben jetzt zwei Feuer-Pokémon eigentlich recht fest im Team. Ich für mich würde sie jetzt trainieren, aber fürs Let's Play eher untergeordnet. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pokémon, um die ich mich ein bisschen kümmern muss. Und es war gut, dass ich den hier schon vor auf Level 20 gebracht habe. Da habe ich mir nämlich letzte Zeit viel gespart. Naja, nichtsdestotrotz, jetzt heilen wir jetzt erstmal unsere Pokémon. Und, speichern auch mal nochmal ab. Und schauen uns dann mal so ein bisschen noch in der Stadt um. So viel Zeit ist noch. Und alles Weitere sehen wir dann nächste Woche Dienstag. Da kümmern wir uns auch vielleicht um die Arena, wenn das schon geht, oder machen andere Sachen. Jens, der Arena-Retter ist so cool. Seine Pokémon sind auch total stark. Die Kimono-Girls sind echt hübsch, was? Ihre Tänze und die Art, wie sie mit ihren Pokémon umgehen, alles an ihnen ist immer so atemberaubend anmutig. Dies ist der See des Zorns, das plötzlich Erscheinen des Garados, des roten Garados. Da ist doch irgendwas im Busch. Ach so, da fällt mir noch ein, die Auflösung zum Rätsel der letzten Folge, woher das Zitat kam mit obwohl ich übelst besoffen bin und übelst das Air rolle, werde ich jetzt noch eine Raider halten, ist Lord of the Weeds. Die Umsynchronisation von Herr der Ringe. Sehenswert, wenn man auf Trash steht. Ich bin auf dem Weg zum Tanztheater, um tanzen zu üben. Kommst du mit? Gott bewahre. Gott verhüte, behüte. Hallo, du musst Replikant. Seine Mutter hat mich eine Kiroya-Beere. Wow. Ja, warum? Dafür was? Was habe ich meiner Mutter getan, dass sie mir sowas schickt? So, haben wir erstmal hier noch ein bisschen Pokébälle auf den Putz. Nein, das wird schon noch da drin bleiben. 5 Superbälle müssten wir zunächst noch reichen. Da holen wir jetzt mal noch 2. Und vielleicht mal noch, 2 Beleber. Man weiß ja nie. Willkommen, kann ich helfen? Ja, hat sein Sortiment eigentlich auch nicht erweitert. Was haben wir hier? Setzt du Beleber ein, wacht das bewusstlose Pokémon wieder auf. Mein Evoli hat sich zu einem Psyana entwickelt, aber aus dem Evolo meines Freundes wurde ein Nachtara. Das hat er bloß anders gemacht als ich. Wir haben unsere Evoli schließlich immer gleich trainiert. Tag und Nacht. Tanztheater von Deek City. Nanu? Mir war, als hätte ich aus der Richtung des Tanztheaters eine Frau schreien hören. Haben mich da meine Ohren vielleicht einen Streich gespielt? Deek City. Das ist doch noch ein Baugrundstück für uns. Oh, du hast aber ein nettes Pokémon-Team. Wenn man mit Pokémon unterwegs ist, strahlt jeden Tag die Sonne. Was? Für mich sind Pokémon ein wahres Leuchtfeuer der Hoffnung. Ah, apropos Leuchtfeuer. Das Pokémon im Leuchtturm von Oliviana City im Rennen. Das Pokémon, das im Leuchtturm von Oliviana City nachts im Meer das Meer erhält, soll krank sein. Es scheint dort für einen ziemlichen Aufruhr zu sorgen. Und da haben wir noch die Arena, und da gehen wir hier immer noch rein, wer da ist. Oh, suchst du mit deinem Pokémon-Team nach einem großen Abenteuer? Tja, haha. Aber zu einem echten Abenteuer gehört auch immer eine Schatzsuche, habe ich nicht recht? Ja. Aha, du weißt öffentlich ganz genau, was meiner Herzen höher schlägen lässt. Du gefällst mir, hier, nimm das. Wir bekommen ein Item. Lalda. Er staut das Item-Radar in die Basis-Items-Tasche. Überall um dich herum gibt es Items, die du nicht mit bloßem Auge erkennen kannst. Wenn du den Finger immer auf dem Item-Radar behältst und hörst, dass aus dem Signalgeräusch lauter wird, ist für dich gewöhnlich ein Zeichen dafür, dass es irgendwo in der Nähe ein Item gibt, irgendein Item versteckt sein muss. Am ehesten wirst du fündig, wenn du das Item-Radar beim Laufen bedienst. Oh, und nebenbei, Gerüchten zufolge soll es in der Turmruine von Deek City einen versteckten Schatz geben. Das wissen wir doch schon mal, was in der nächsten Folge mit unter eines unserer Ziele sind.
Aber jetzt gehen wir hier noch einmal fertig durch. Oh nein, ich habe Lyra aufgelegt. Mit der hätte ich wollen telefonieren. Als ich noch jung war, bemerkte ich eines Tages plötzlich, dass sich der Himmel per Schwarz gefärbt hatte. Ein riesiges liegendes Pokémon am Himmel erschien. Ich frage mich, was das für ein Typ Pokémon das wohl war. Vogel oder Drache? Ob es dieses riesige Pokémon wohl wirklich gibt? Wenn ja, muss es echt unfassbar mächtig sein. Speichern mal ab. Ich habe so ein ungutes Gefühl, wenn wir gleich nochmal Lyra angerufen werden und wir würden dran gehen, nicht dass es abstürzt. Und gerade so gegen Ende dieser Folge wäre das jetzt ziemlich nervig. Vor der Turm, der hier einst stand, den Flammen zum Opfer fiel, soll er nach noch um einiges höher gewesen sein. Wenn du von dieser Stadt aus in die Richtung Westen gehst, erreichst du eine hübsche Hafenstadt namens Olviana City. Wenn du mit einem deiner Pokémon die Attacke Surfer beibringen kannst, kannst du das Meer über den Wasserweg bei Route 40 auch dann überqueren, wenn gerade keine Schiffe fahren. Danke für den Hinweis. Es gab wohl mal zwei Türme in Chick City, einen im Osten, einen im Westen. Ah, wisst ihr was? Komm. Kontrollposten vor dem Glockenturm, kein Zutritt für Unbefügte. Jens, der Arenaleiter dieser Stadt, bestieg den Turm in der Hoffnung, das Pokémon aus der Legende wieder herbeirufen zu können. Aber auch er scheiterte an seinem Unterfangen. Offenbar bist du noch nicht im Besitz des Ordens von Chick City. Wenn du es nicht schaffst, gegen Jens zu gewinnen, macht es auch keinen Sinn, dass du dich an dem Turm versuchst. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss dich bitten, wieder umzukehren. Wenn ich hier schon weg geht's gar nicht. Das regenbogenfarbene Punkt soll anmutig auf der Spitze des Turms herabsteigen, während das silberne, strahlende Pokémon tief am Meeresboden unter der Strudelinsel schlummert. Schwer vorzustellen, was? Es gibt zwei Sagen, die sich um die Johto-Region ranken. Eine von ihnen befasst sich mit den Strudelinseln, die andere erzählt vom Glockenturm. Die Leute von Tick City sind sehr darum bemüht, die Sage vom Glockenturm für kommende Generationen am Leben zu erhalten. Deswegen verkleide ich mich nachts als großes, buntes Pokémon und springe vom Turm. Naja, wir stellen uns hier schon mal in Position. Denn nächste Woche, Dienstag, geht's an dieser Stelle weiter und dann gucken wir, was wir hier... warum denn hier ein Schrei aus dem Tanztheater kam. Macht's gut, bis dahin, euer Replika 666.